Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Banishers Ghost of New Eden. Ja, wir sind so im finalen Part des Games, den ich wahrscheinlich noch ein bisschen ziehen werde, weil ich noch so ein bisschen was herausfinden will oder freischalten möchte, Skills freischalten und so weiter. Unter anderem das hier, was war jetzt hier nochmal? Verbannen ist schneller. Jo, alles klar, wir müssen hier verbannen. Das kriegen wir hin. Ja, unter anderem haben wir halt diese unendliche Leere oder wiederholbare Leere hier, wie heißt endlose Leere, wo wir am Schluss auch wieder ein Item rausziehen können, +3 auf alle Werte, Spektralnetz haben wir hier weggemacht und so weiter und noch andere Secrets. Jetzt wäre es eventuell an der Zeit, von Anfang des Spiels einfach mal wieder durchzurennen, alles Mögliche zu looten, was noch so in der Welt rumliegt und so. Ja, mal gucken. Oh, Level 25, das ist natürlich eklig. So, die Dinger hier machen ja nur Explosionsschaden. Es ist noch nicht vorbei. Also wir sind hier jetzt wirklich im Endgame angekommen. Level 25 dürfte eigentlich... Oh ne, 28. Okay. Ist nicht das Finale. Hallo. Peiniger zuerst. Ja, der Peiniger zuerst. Habe ich gecheckt. Ja, bla. Da machen wir das auch. Komm, egal. Na, das könnte ein bisschen nervig hier werden. Aber könnte eventuell auch eine gute Belohnung nach sich ziehen. Das müssen wir jetzt mal sehen. Und vielleicht mal auf Antea wechseln und da irgendwelche Geisterfähigkeiten einzusetzen, um dann eventuell gleich den hier machen zu dürfen. Genau das da. Das habe ich gehofft. Und jetzt auf den Peiniger drauf und Full Damage angeblich. Mal gucken, ob das so klappt. Du kannst mich euch um Hilfe bitten. Oh, wir halten so sogar die Geisteranzeige oben. Ja gut, die halten wir oben, aber mehr halt auch nicht. Traumhaft. Naja, egal. Mal gucken, ob das jetzt so klappt hier alles, wie ich mir das vorstelle. Eventuell hätte ich doch den Skill mal wechseln oder gewisse Skills und Ausrüstung wechseln sollen, weil die sich hier natürlich jetzt gegenheilen. Das könnte wieder massiv nervig werden. So, gut. Das Spanischen hat gut abgezockt. Vielleicht geht's auch doch. So, Spanischen kriegen wir ja relativ schnell nach oben, wie man unten sieht. Ja, dann sollten wir es vielleicht doch schaffen. Und das hier sollte auch gut XP geben. Ja, und jetzt wäre es vielleicht auch an der Zeit, wo ich off-cam vielleicht mal hingehe und den ein oder anderen endlosen Geiselding da, endlosen Level da vielleicht mal mache. Ja, ich bin noch am gleichen Aufnahmetag. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt erwähnt hatte. Meine Frau hat eine SMS oder WhatsApp geschrieben, so von wegen, ja, ich brauche heute doch länger. Ich komme erst in 40 Minuten. Supergeil, machen wir noch eine Folge. So, hier den da. Das ging ja eigentlich doch relativ, ja, problemlos. Hätte ich mit mehr Problemen jetzt gerechnet, so am Anfang des Kampfes. Aber ich habe das Banishen mal wieder unterschätzt. Das macht schon massiven Damage dann. Das macht generell schon massiven Damage. Und dann, wenn es hier bevorzugt aktiviert werden soll, dann umso mehr. Fusionieren ist auch super geil. Man hält die Geisteranzeige oben. Ja, eventuell kann man da noch wunderschöne Builds draus basteln. Muss ich mal gucken. Weil da gab es jetzt viele Wenn-Dann-Geschichten, die eventuell ganz geil sind. So, was ist jetzt? So, du da vorne. Du willst gebanished werden. So, hier den da. Auf Antea wechseln. Mit Antea zu zocken ist dann jetzt doppelt und dreifach wichtig, um die Geisteranzeige da oben zu halten und so. Gut, die heilen sich jetzt, klar. So, den da. Um das Banishen hochzuballern. Oh, okay. Antea, mach was. Da ist sie. Wunderschön. Ja, mach ich. So, den werden wir jetzt gleich zuerst mal banishen, hier, der Kollege. Hallo, machst du vielleicht mal? Genau, den da. Jetzt ist er wütend. So ist es. Wäre schön, wenn wir ihn vorher noch besiegen könnten, bevor er da völlig durchdreht. Ah, jetzt hat er so ein bisschen Leben noch. Das nervt ja vollkommen. So, wir könnten hier fusionieren. Das geht jetzt hier. Ich muss doch nicht. Doch, ich muss auf Antea wechseln. Dann den hier machen. Und wir haben Spanischen wieder oben, sehe ich gerade. Hm, okay, dann machen wir das. Bei wem auch immer, wer gerade da war. War, glaube ich, Kleinkram. Ja, ich glaube, hier ist es sogar besser, auf Red zu bleiben, schnellen Damage zu machen, schnelles Spanischen hochzufahren und dann zu banishen, ne? Ich glaube, das dürfte echt noch am besten hier funktionieren. Machen wir es einfach so. Was heißt am besten, am schnellsten? So, hier, oder damit fühle ich mich jetzt am wohlsten. Geht eigentlich klar, ne? So, laufen wir mal ran und machen hier das Superhieb. Ne, machen wir nicht. Schade. Wollte ich eigentlich machen, ging nicht. Und bleib tot. 35 XP. Jo, wir müssen dringend leveln.
Auch die ganzen Anfangsdinge da wieder zu machen, müsste eigentlich da relativ viel Level bringen. Da gab es ja auch immer 300 XP oder so dafür. Mal gucken, wie wir es umsetzen. Mal gucken, was ich heute vielleicht noch machen kann in der Folge oder wie auch immer. Ist da unten schon Schluss? Dann ist es ein sehr gutes... Ja, Nee, ist noch nicht Schluss. Schade. Dann wäre es wirklich ein schöner Endlos-Level gewesen, wo man immer mal wieder schnell hin kann. So, du wirst gleich gebannt, mein Freund. Freu dich schon mal drauf. So, hier den da zum Beispiel. Nee, will er noch nicht. Kann er gleich machen. Alter, wie er nervt. Der Allverwandler. So, du, den da. Nee, hallo, ich will banishen. Ah, da hinten ist wieder so ein Nervsack, der rumballert. Ja, ja, bleib mal locker. Rumballerer, die nerven am meisten. So, Gott sei Dank füllen wir die Banish-Anzeige relativ schnell. Das kann man, wie gesagt, auch noch weiter skillen mit anderen Nachteilen oder sowas oder anderem Equip. Mal gucken, was wir eventuell da noch bekommen oder so. So, hier schön mit schweren Angriffen gegenheilen. Wunderbar. Ein bisschen leichte nachsetzen und mal ausweichen. Und dann über Banish heilen wir uns ja auch nochmal, ne? Das war ja auch das Ding. So, hier, mach was. Ich glaube 20% oder so sieht man ja gerade unten. Wunderbar. Da ballert noch einer, ne? Der da hinten. Tschüss. Noch einer? Noch einer ohne Fahrkarte. Du da hinten. Tschüss, Sikorski. 48 Erfahrungspunkte. Das ist schon relativ viel. Sprung. Ja, Sprung hier vorne. Und dann eventuell zum Endkampf. Das wäre ganz nice. Dann geht das relativ flott. Dann wäre es ganz gut machbar. Wenn da jetzt nicht noch viel kommt und viel Lauferei und so. Ah, jetzt wird's langsam nervig. Noch ein Kampf. Jetzt wird's doch langsam viel, ne? Ja, machen wir zuerst die Ads hier weg. Was soll's? So, wird gebanished. Da nervt der schon mal nicht. Eventuell irgendwas, was noch rumballert. Oh, was ist mit dem jetzt? Ach, das ist so ein Unsichtbarer, ne? Bewegung, Red. Ja, ja, mach ich doch. So, komm, wechseln wir mal rüber, bevor die hier völlig durchdreht. Das sind eigentlich die geilsten Herausforderungen, wo man damit richtig Damage machen kann, ne? Hier den da einfangen und banishen. War Schwachsinn, aber egal, macht trotzdem Laune. So, hier über schwere Angriffe hochheilen und draufkloppen, weggehen und schwere Angriff machen und so. Jawohl. Oh, da ist ein Alpha-Gierschlund, der da rumstresst. So, machen wir zuerst der Ad weg. Alter, die Kämpfe hier, ne? So, stirb, Gierschlund. Wie ich dir einfach 10 Damage mache. Das ist ja unfassbar, oder? Krass. Nein, nein, nein. Und so, nochmal den da. Flächenschaden. Randaschen. Oder einfangen. Und dann banishen, was nichts bringt. Und dann mit Heavy Attack nochmal 67 Damage machen, trotz Malus. Das ist schon nicht schlecht. Würde ich mal behaupten. Und jetzt war's das mit dir, Kollege. Ach, es dauert, es dauert, es dauert. Aber wir kriegen schön Loot. So, wo geht's jetzt weiter? Hier vorne, ne? Ich kam ja nicht von hier, oder? Boah, jetzt sind hier Sprünge und Sprünge und Sprünge. Nervt das? Ich hoffe, dass der Weg richtig ist. Ah, Klagegeist. Das sieht gut aus. So, wo sind die ganzen Viecher? Die kann ich ja nicht banishen, ne? Die muss ich ja so umhauen, oder? Konnte man die doch banishen, die Kleinkram-Dinger da? Gar kein Plan mehr. Kann sein. Lass mich dir helfen. Nee, nee, wir müssen hier Klagegeist-Schilder banishen. Aber den großen konnte ich nicht banishen, oder? So war das doch. Ach, keine Ahnung, Alter. Was weiß ich. Es geht aber verhältnismäßig tatsächlich noch halbwegs flott, ne? So, hier, wir gehen lieber mal auf Antea und kloppen da ein bisschen rein. Machen hier die Fusionstypi. Dann machen wir hier Geister-Flächenangriff, genau. Und kloppen hier in der Kleine rein. Und werden vernichtet. So, hier. Ging das nicht? Hat das nicht auch Banisher-Anzeige? Achso, nee, ich muss die Zauber machen. Das war das. Dann kann ich schneller banishen. Gut, alles klar. Ist in Ordnung. Umwählen ist mal wieder voll Bullshit. So, wo müssen wir hin? Wo ist das andere Teil? Blödian? Blödian, Monty? Hä,
Hä? Wo ist denn das andere Teil davon? Wo ist denn das andere Schild? Sehe ich den gerade nicht? Bin ich bescheuert? Schild! Anderer Schild, wo bist du? Hä? Meist denke ich zu kompliziert wahrscheinlich, ne? Da irgendwo noch hinten. Ah, da hinten. Nee. Kann ich irgendwo durchlaufen? Schild! Ich sehe kein Schild. Bin ich bescheuert? Ich sehe ihn wirklich nicht. Ah, da oben. Da bist du, Schildi. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, ne? Ja, genau deshalb. Oh, nee, nicht so ein Scheiß. Ja, jetzt hat man es schön gesehen. Erster Treffer 20 Schaden, danach immer 30, ne? So, bringt halt wenig hier. Hallo, du sollst den banishen. Was geht denn ab? Macht er nicht? Okay, auch nicht. Kann man mal bringen. Willst du nicht endlich verschwinden? Genau, nämlich zum Heilen, deswegen. Augen auf. So, 29 Damage. Brutal. Wie mal abgehen. So, hier, mach was. Oh, ist das nervig. Ist hier nervt. Ich kann die Säulen sehen. Echt? Ah, okay. Und dann? Ja, das bringt mal halt wenig. Randaschen kannst du auch nicht. Kannst eigentlich gar nichts. So, hier den da. Nee, dann halt das da. Komm, schieß doch mal. Ich brauche wirklich so ein Maschinengewehr-Ding. Brauchen wir mal. So, kann man so ein Ding banishen? Verdammte Plage. Ich glaube schon. Sehr schön. Plus 3 auf alle Werte und so ein Kram. Leersplitter. Traumhaft. Und wir sind wieder ein bisschen stärker geworden. Leer wandeln. Und schauen uns ein Secret an. Sehr schön. Ja, und so kommt die Kate Newsmith auch wieder in die Story rein, ne? Die am Anfang da irgendwann abhaut nach dem ersten Boss. Das ist natürlich auch interessant, ne? Wie ihre Rolle jetzt ist. So. Kriegen wir noch eine wunderschöne Kiste. Hoffentlich was Sinnvolles. Kernholz. So, da gucken wir doch mal. Schlagangriffe verursachen 100% mehr Schaden an Gegnern, die von Einfangen betroffen sind. Das ist halt krass. Einfangen draufkloppen, ne? Das ist halt schon heftig. Was habe ich da im Moment? Wenn Antea einen Gegner besiegt, verursacht der Nägel. Nee. Ohne Witz. Starke Zorn, Vitalität. Hier haben wir Zorn, Ausdauer. Okay. Trotzdem. Das finde ich nicht schlecht. Gut, es gibt natürlich noch andere Sachen. Aber ich glaube, da wechsle ich tatsächlich mal. Nahkampfschaden ist gleich. Aber das passiert ja schon mal, dass man die einfängt und dann Damage macht. Ist auch bei Bossen oder stärkeren Gegnern sinnvoll und so weiter. Gut. Also mal was ganz Sinnvolles gefunden. Ja, hier sind wir rausgekommen. Da können wir springen. Wohin auch immer. Und hier kann ich auch irgendwas machen. Ist das runterspringen oder ist das... Was ist das? Mit dem Springen? Das Springen könnte sinnvoll sein. Ich kann ja zurückspringen nochmal. Der Sprung da könnte interessant sein. Wo springe ich da hin? Weil normalerweise sollte ich hier nicht springen können, oder? Oder ist das ein so Sprung, den ich irgendwann mal gesehen habe und nicht ausführen konnte, logischerweise, ne? Was denn jetzt? So, nehmen. Das ist aber Shortcut. Ich bin mal unsicher. Aber die hat ja gerade wieder der Blinky Blinky gemacht. Oh. Auf jeden Fall hätten wir da noch ein bisschen was zu machen. Ach, was? Moment, nee, sowas nicht. Ach, keine Ahnung. Ich check's gerade nicht 100%. Ich würde sagen, wir springen mal da runter, oder? Geisterschutzvorrichtungen. Ich kann mich hier nicht manifestieren. Warum kann ich mich hier gar nicht dran erinnern?
Da hätte ich das einen Teil da eben abballern sollen, oder was? Level 23, sag mal, leveln die alle mit? Spinnen die, oder was? Die sind immer einen Tick höher. Das wurde in dem Test auch gesagt, dass die irgendwie höher waren und der hat sich voll gefühlt, weil er die umgeballert hat. Gut, ich fühle mich auch, ich bin voll krass, aber die leveln schon krass mit. Oder ist das jetzt vom Storyverlauf, weil wir so weit sind? Tut mir leid, dieses Mal nicht. Hätte ich auf der anderen Seite die Laterne da abballern müssen? Geistervorrichtung, ach da oben, okay, die sollten wir doch bekommen. Egal, wo wir hier sind, das wird sich schon gleich klären. Ich hab's jetzt optisch nicht mehr vor Augen, was hier abgeht. Ich bin wieder an deiner Seite. Sehr schön. Wenn wir mal gut Werte gemacht haben, gutes Teil gefunden, das ist ja nett. So, jetzt können wir hier den Sprung machen oder so, nehme ich an. Also hier unten. Gehe ich mal von aus, oder? Jo. Dann kommen wir auf die andere Seite, können das Ding dort abkassieren, oder? Da konnte man noch was runterschießen oder so. Bin ich nicht an der Stelle gerade? Mit der Kiste? Doch. Aber da war auch noch was zum Runterschießen, relativ sicher. Das war wenig. War fast klar, ne? Wie immer. Da war noch was zum Runterballern. Ich hab's doch... Wo war denn das? Ich habe von hier oben runtergeschaut und habe das da hängen sehen, genau. Das war jetzt hier alles, oder wie? Na, traumhaft. Hexenstein. Wir müssen dringend mal mit Hexenstein handeln. Ja, und eventuell wäre es wirklich sinnvoll, dass ich mich jetzt irgendwo positioniere, wo ich nochmal so einen normalen Dungeon, also einen normalen Endlos-Modus da 10, 20 Mal laufen könnte, um noch ein bisschen Level zu machen off-cam. Wäre eigentlich durchaus möglich, mich so zu positionieren. Mal gucken. So, wo komme ich jetzt hier raus? Wenn ich jetzt hier runter jumpe, das ist sicherlich ein Jump, oder mache ich ein Seil? Ich mache ein Seil, noch besser. Falls ich was übersehen hätte. Ah, da ist ein endloser Elite. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich bin, oder? Ja, genau. War hier nicht ein Leuchtfeuer? Ah ne, aber das war das Ding, was wir endlos gespielt hatten. Ja, und was ist hier auf der anderen Seite? Weiß kein Mensch, ne? Das da. Gucken wir doch einfach mal. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Das war ein Weg, den ich irgendwie nie gegangen bin. Warum schickt das Spiel mich gerade ganz merkwürdige Wege? Aber ich glaube, das wäre sogar der endlose Elite, der mich interessiert, weil den habe ich ein paar Mal gemacht oder so. So, und jetzt hier runter, ne? Und hier unten sollte das sein, glaube ich. Sehe ich da wieder so ein Nest oder so da vorne? Könnte sein, ne? Och, Leute. Aha, ich mache wieder normalen Damage mit ganz normalen Sachen. Was habe ich jetzt hier gemacht? Bin ich hier überhaupt richtig? Ah, da haben wir doch was. Dieser Schemenhort wartet förmlich nur darauf, dass ich etwas unternehme. So ist es, ist ein normaler, ne? Also Manifestation. Auf geht's. Enthüllt euch. Erhöht den Schaden durch Sweat, leichte Angriffe und Antheas Schlagangriffe. Das machen wir mal. Da kann man noch fusionieren und so. Oh ja, alles klar. So, Damage ist da, ne? Alter. Kaputt. So, hier den da können wir auch mal machen, um dann halt die Fusion aufzuladen und so, ne? Da kloppen mal die Geister raus. Das ist halt easy, ne? Wir haben auch mittlerweile echt super viel Geist. Schaut mal, wie lange das dauert, bis das mal runtertickt. Und wir machen noch bei geringem Geist noch mehr Damage. So, dann fusionieren. Und dann geht der Spaß wieder von neuem los. Dann schlage ich mich mit normalen Angriffen wieder hoch. Das ist absoluter kranker Scheiß.
Jo. Ich kann dann aber mit ihr trotzdem... Achso, nee. Oder jetzt nicht. Ich wollte so einen schweren Angriff machen. Das ging jetzt nicht. Banishen wir mal. Immer noch nicht. Was ist denn hier los? Oh, irgendwas zappelt da neben mir rum. So, machen wir mal einen Heavy Hit. Ja, macht ein bisschen weniger Damage. Dafür kommen wir halt durch die Deckung durch. Tschüssikowski. Schemen rausprügeln und so. Und plus 1 auf alle Werte. Oh, da haben wir plus 4 auf alle Werte. Nur jetzt in der Folge hier. Sehr schön. Und noch ein bisschen neuen Kram gefunden. Ah, stimmt, da haben wir ja auch noch was. Wunderschönes hier einfangen und dann machen die nächsten Hits da mehr Damage oder sowas. Ne? Die Schlagangriffe von Antea. Ja gut, das sind sie jetzt nicht, aber egal. War trotzdem schön. Hat trotzdem Spaß gemacht. So, Gierschlund. Level 27. Ist für mich wirklich auf Level 28 Schluss. Das wäre so übel, Alter. Und die leveln da einfach hoch. Wie wild. Finde ich ja gar nicht geil. So, wunderbar. Haben wir das hier auch gemacht. Träumchen. Etlichen Kram zum Aufleveln und so. So, was haben wir noch hier? Hier war noch was. Hier oben. Gehen wir mal kurz noch dorthin. So zum Abschluss der Folge. Mal gucken, was dort noch abgeht. Machen wir den hier. Antea, guck dich um. Siehst du was? Nö. Gut. Gehe ich überhaupt richtig? Lauf ich richtig? Spiel sagt, ich soll hier hin. Dann sagt das Spiel, ich soll hier hin. Dann sagt das Spiel, ich muss hier hinten hochklettern. Okay, das ist natürlich ein Ding, ne? So, da haben wir noch ein Fragezeichen hier. Ein endloses Fragezeichen. Auf Antea wechseln wegen Übersicht. Laufe ich gerade im Kreis? Fühlt sich krass kreismäßig an. Wegen der Kiste da, oder was? Ah, ist eine verschlossene Kiste. Verschlossen. Wir brauchen einen Schlüssel. Na, traumhaft. Ach, stimmt. Es gab ja noch die eine Stelle, wo das nicht eingezeichnet wurde. Oder ich mir zumindest mal eingebildet habe, dass es nicht eingezeichnet wurde, ne? So, und da haben wir hier noch irgendwelche Höhlen und so. Wo ich, glaube ich, noch nie drin war, oder? Sind wir hier damals entlang gegangen? Oh, guten Tag auch. Jo, jetzt ist halt viel Erkundung, viel gucken, machen, tun, Quest weiter voranschreiten lassen und so weiter. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern hier. War da ein Lagerfeuer oder sowas? Oder bin ich da gerade geistig woanders? Kann gut sein. Jo, ich glaube schon. Wo laufe ich hier rum? Was mache ich hier? Hab gerade gar keine Erinnerung mehr. Da oben geht es auf jeden Fall irgendwie ab mit Fragezeichen und so. Wo bin ich hier? Alter! Ach so, okay. Unsere ganz normale Stadt da, ne? Und da gäbe es den Weg hier hinten rüber und da kommen wir vielleicht zu diesem Fragezeichen da. Eventuell, was weiß ich, keine Ahnung. Hier Fort Jericho, da sind wir jetzt nochmal, ne? Bin ich da richtig informiert hier mit rübergehen und so? Ah, hier unten. Der Weg wäre das. Ist das der Weg, von dem ich gerade kam oder so? Möglich. Wie gesagt, jetzt ist viel umsehen, vielleicht mal Nebenquests machen oder vielleicht auch das Spiel durchziehen und einfach mal gucken, was passiert. Ich kann ja einen alten Spielstand dann auch durchaus nochmal laden und da könnte man dem weitermachen. Das wäre ja möglich. Dass wir einfach mal gucken, ob ich damit vielleicht unterschiedliche Enden auch irgendwie triggern könnte. Indem ich zu früh bei einem Endboss renne oder sowas. Den dann vielleicht trotzdem schaffe. Ich denke mal, das sollten wir so langsam hinbekommen. Traue ich mir schon zu. Den dann trotzdem schaffe. Was geht hier ab? Und dann vielleicht noch eine fehlerhafte Entscheidung treffen kann. Oder halt auch die gute Wiederbelebung, bla bla. Und dann könnte ich die ganzen Nebenquests trotzdem nochmal so angehen, dann neu laden und dann die ganzen Nebenquests nochmal so angehen, von wegen, ja, jetzt machen wir doch hier alle aufsteigen lassen und so. Und dann vielleicht habe ich dann nochmal eine Wahl, wenn ich den Endboss wieder besiege oder so, wenn ihr versteht, wie ich meine. Könnte sein, muss nicht sein, was weiß ich. So.
So, jetzt hier einfangen und dann machen wir erhöhten Damage jedes Mal oder sowas, ne? Oder generell erhöhten Damage. Wenn wir die dann verprügeln. So, hier fusionieren. Yay, yeah, da schlägt er einfach mal ins Leere, der Alpha-Wandler. Wanderer, wie auch immer. Und wird gebanished. Verdammte Plage. So ist es, 24 EP. Wir sind immer noch krass unterlevelt. Traumhaft. Alter Schwede, ey. So. Und jetzt habe ich mir hier links das Gebiet mal angeschaut. Etwas ist in der Nähe. Wo ist es? Genau. Da, ich sehe es doch. Ein verstohlener Schemen ist hier. Ein Beschwörungsritual wäre angebracht. Wurde der eingezeichnet auf der Karte? Ist eine Geisel, oder? Jo. Geiselanlagerung, rituelle Geisel und hier ist noch ein endloses Dingens, ne? Und da ist auch noch ein endloses Dingens. Jo, gut, dann machen wir die Geiselanlagerung hier. So, Geiseltypi, dich machen wir auch noch. Geisel beschwören, auf geht's. Magnetit kostet das, stopp die Spinnen. Wahre Gestalt. Bereit für den Einsatz. Kalte Furie, ah, die kennen wir, oder? Habe ich schon mal gesehen. So, den da habe ich schon oft genug bekämpft. Ich glaube, das sollte so langsam mir gelingen. So, könntest du bitte einen Heavy-Hit ausführen? Wäre echt geil. Und vielleicht mal eine Runde banishen, weil das Ding nervt mich. Oh, Alter, hält der aus. Achso, mehr Schaden durch Phantomsatz. Können wir machen, das kriegen wir hin. So, hier draufkloppen, immer wieder Phantomsatz machen, wenn möglich. Jo, dann vielleicht noch feststricken und so, ne? Genau, wunderbar. Und verkloppen. Schön. Phantomsatz. Jo, ist eigentlich super easy, ne? So. Kalte Furie, stirb. So, dann hier über Heavy Hits heilen. Irgendwas ballert da schon wieder auf mich. Na, traumhaft. Du da hinten, schön. Komm, dann machen wir den weg, dass die nicht noch rumnerven hier. So, hallo. Oh, jetzt habe ich nochmal keine Geisterpunkte. Pisst euch. Och, ich wollte dich doch hauen, mein Gott. So, komm, wir banishen mal, das Ding nervt. So, und dann hier ein bisschen zuschlagen. Jetzt hast du sie. Irgendwas Grünes war da links in der Ecke. Ah, da will jemand einen Körper nehmen, das ist schlecht. Hier, mach den. Jawohl, genau. Da war noch was Grünes da in der Ecke, habe ich gesehen. Ach ja, genau, verprügel mich doch. Ja, war nur so eine Kugel, die mich angreift, ne? Autsch. So, hier, das können wir auch. Bleib mal locker. So, jetzt hole ich mal ein paar Geisterpunkte hier. Hätte ich mir geholt, wenn mich nicht irgendwas attackiert von der Seite. Habe ich vielleicht Fusion offen? Nee, leider nicht, aber gleich. Das könnten wir eventuell nutzen. Nicht stark. Genau. Ach, Comrade, was ist dann? Bleib mal locker. Es ist nur Level 24, Vieh, ich bitte dich. Jetzt mal ehrlich, wie soll ich das machen? Müsste ich ganz an der Anfang wieder zurück und dann hoffen und beten, dass dort noch Luschi-Gegner rumlaufen, oder was? Dass wir die hier mal vom Level her ungefähr gleich unterwegs sind, oder was? So, jetzt könnte ich hier den da machen. Irgend so einen Move machen, dann gleich fusionieren oder sowas. Ah, geht, wird jetzt schon gehen. Das war eventuell schlecht. Machen wir mal den da. Geisterpunkte sind am Start und durch normale Hits kriege ich nochmal hier Punkte zurück und kann dann hier ran. Genau. So, mach's gut, würde ich sagen, oder? Das war's. Ja, gut, okay. Plus eins auf alle Werte. Aufnahmeprogramm läuft noch. Ich bin begeistert. Ja, und die Geisel ist besiegt. Wunderschön. Und jetzt können wir uns halt hier nachorientieren. Ich kann abspeichern. Hier ist eh ein Lagerfeuer. Achso, das ist unterirdisch. Na gut. Ja, wie gesagt, ich kann Offcam vielleicht leveln. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht machen wir einfach weiter. Wie viel Prozent haben wir jetzt? 44 oder was? Gut, wir haben super viele Dinge, die halt noch offen sind. Ne, ist auch klar. Ja, Leerrisse, Seelenräuber, Schatzsuchen, Holla die Waldfee, Altäre und so weiter. Wir könnten uns noch pushen bis sonst wohin, was die Level und alles Mögliche angeht. Eventuell ja auch sinnvoll, wer weiß. Und ich finde den Ansatz gar nicht so doof, dass wir vielleicht mal 1, 2, 3 Folgen machen, wo ich einfach nur levele,
hier den ganzen Level-Kram, sag ich mal, mache. Also alle Dinge, die irgendwie levelversprechend sind, die Leerrisse und so weiter, wo ich aber jetzt keine storyrelevanten Dinge mache. Und dass wir dann hingehen und dann vielleicht, ja, und halt den ganzen Kram da finden und so einen Schrott. Und dass wir dann halt den Endboss einfach mal machen, irgendeinen Story-Kram auswählen. Also hier von wegen Antea wird wiederbelebt. Ich hoffe, das funktioniert dann auch. Das ist halt die Frage, keine Ahnung. Und wenn das dann funktioniert, wie gesagt, dann vielleicht nochmal das normale Spiel angehen. Aus dem Totenreich. Ich höre auch irgendwelche Geräusche. Also irgendein Summen oder sowas. Ja, hier ist eine Nebenquest irgendwo, oder? Ziemlich sicher. Naja, ja gut, egal. Machen wir in der nächsten Folge, wie gesagt, hier an der Stelle weiter. Und da kann man ein bisschen rumlaufen, ein paar Dinge machen und so weiter. Und dann passt das schon. Und dann, wie gesagt, vielleicht gehen wir es so an, vielleicht auch nicht. Ich weiß es noch nicht. So, irgendwie werden wir es machen. Macht auf jeden Fall mega Laune. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Reinschalten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Ciao.